Habe ich die pro 1 Kilogramm Fleisch stehen. Da ich hier aber etwas mehr habe, habe ich die schon umgerechnet für meinen Bedarf. Der Schweinebauch, den ich habe, der wiegt 1,2 Kilo. Kommt jetzt Knoblauchgranulat, 6 Gramm dran. Senfsaat 3,6 Gramm. Kümmel 2,4 Gramm. Fenchel 2,4 Gramm. Zwei Nelken. Waren so klein. Noch 5, nein 6 Gramm Pfefferkörner, aber die zermörser ich hier etwas. Ein
Unser Mörser. So, dann brauchen wir noch 5 Gramm Wacholderbeeren, die zermörser ich auch grob. So, jetzt wiegen wir auf der großen Waage Nitrit, Pökelsalz und Zucker. Nitrit, Pökelsalz brauchen wir 36 Gramm. Brauchen wir noch 12 Gramm Meersalz. Und 6 Gramm Zucker. Jetzt mischen wir die Zutaten hier alle. Jetzt kommen sie hier alle schön auf den Schweinebauch verteilt drauf. Wird er schön von allen Seiten eingerieben und dann vakuumiert. Was wir jetzt nicht dran haften bleibt, das kommt dann so in den Vakuumbeutel mit dran. Lorbeerblätter kommen dann auch mit in die Tüte rein. Hier habe ich schon vorbereitet einen Vakuumbeutel oben umgeschlagen, damit es zum Vakuumieren dann nicht verdreckt wird. Jetzt kommt es hier rein. So, jetzt wiegen wir die Gewürze für die Entenbrustfilets ab. Brauchen wir 2,5 Gramm Pfefferkörner. Habe ich schon umgerechnet von 1 Kilo auf 700 Gramm, weil ich habe 2 Barberi Entenbrustfilets a 350 Gramm, macht zusammen 700. Brauchen wir also 2,5 Gramm Pfefferkörner.
Klausern wir jetzt etwas. So, dann habe ich hier schon vorbereitet ein Stängel Rosmarin, drei Stängel Thymian klein geschnitten. Jetzt kommen dazu 2,5 Gramm Knoblauchgranulat. Der gestoßene Pfeffer. Nitritpökelsalz brauchen wir 23 Gramm. Und 3 Gramm Traubenzucker. So, jetzt kommt die Pökelmischung hier drauf und wird alles gut eingerieben. Jetzt vakuumieren wir sie. So, jetzt kommt sie hier in den Vakuumierbeutel rein. Und restliche Gewürzsalz, das hier drin ist, muss natürlich auch noch rein, weil das haben wir ja für die Menge abgewogen und das würde dann fehlen. Flüssigkeit schon draußen, darum setze ich noch eine zweite Schweißnaht. Doppelt genäht hält besser. So, haben wir schön vakuumiert. Die Entenbrüste, die müssen jetzt ca. 10-12 Tage pökeln und das wird dann nachher alles zusammen geräuchert. Kommt jetzt in den Kühlschrank. So, hier haben wir die ganzen gepökelten Sachen. Die Entenbrustfilets haben wir 10 Tage lang gepökelt. Den Krustenbraten und den Schweinebauch haben wir 14 Tage gepökelt. Jetzt packen wir alles aus und waschen gründlichst die ganzen Gewürze und das Pökelsalz ab, trocknen es und hängen es auf zum Durchbrennen. Thank you.
soll unter kaltem Wasser alles abwaschen. Ich habe nicht so dolle Vögelsalz genommen, nur so viel, wie man braucht. Das heißt also, ich muss das nicht noch wässern. Abwaschen einfach, es reicht aus. Schön mit Küchenpapier trocken tupfen. Schön trocken tupfen nach dem Waschen. Leute, jetzt machen wir Windfäden zum Aufhängen dran. Dazu nehmen wir hier eine sterilisierte Ahne. Brechen wir hier durch. Machen wir die Entenbrüste auch noch. So, jetzt hängen wir sie alle hier auf. So, und hier haben wir unseren Schinken. Und die Entenbrüste zum Trocknen aufgehängt. Hängen jetzt hier 4 Tage. Gut durchgetrocknet, das kommt dann alles in den Räucherofen. So, jetzt wiegen wir Gewürze für den Lachs, den wir ökeln und räuchern wollen. Brauchen wir 4 Gramm Pfefferkörner. Für 1 Kilo ist das, und ich habe auch genau 1 Kilo Lachs. Wacholderbeeren. Und das mörsern wir jetzt. So, jetzt brauchen wir 80 Gramm grobes Meersalz.
und 50 Gramm braunen Zucker. Dann haben wir hier schon gehackt ein bunte Dill und etwas Rosmarin. Und dann kommen noch dazu Orangenschalen. Und das Ganze vermischen wir jetzt. So, jetzt verteilen wir die ganzen Gewürze auf dem Lachs hier. So, jetzt kommt es für 48 Stunden abgedeckt in den Kühlschrank zum schönen Durchziehen. Wird nach 24 Stunden einmal umgedreht, damit es überall gut hinkommt. Und dann kommt es auch in den Räucherofen. So, den Lachs haben wir auch gut abgespült und von Salz und den Gewürzresten befreit. 2 Tage im Kühlschrank getrocknet. So, jetzt machen wir hier meine Aufhängevorrichtung dran aus einem Holzblättchen, einem Holzstäbchen, damit die Lachshaut nicht ausreißt. Und der Lachs ist ja so relativ dünn. Jetzt bereiten wir noch Käse vor, den wir räuchern wollen. Da habe ich hier 2x 200 Gramm Cheddar und 1x 400 Gramm, also auch 2x 200 Gramm Emmentaler Käse. So, einmal in der Mitte durchschneiden. Zwei Stücke Emmentaler, 2 Stücke Cheddar. So, wir wollen ja auch noch ein paar Gewürze räuchern. Machen wir in die eine Schale Paprika rein. Und in die andere Schale Meersalz. Dann haben wir Gewürze mit Raucharoma. Mal gucken, ob das gelingt. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert. So, hier haben wir jetzt unseren selbstgebauten Räucherofen aus einem Pappkarton. Einfach ein alter Pappkarton. Ein Abzugsloch reingemacht, da kommt dann noch eine Toilettenpapierrolle rein als Schornstein. An den Seiten haben wir 2 Eingangszugluftklappen, damit die Luft nach oben hin aufsteigt. An jeder Seite eine. Vorne habe ich 2 Schrauben als Türgriffe dran gemacht, die kann ich dann mit dem Gummiband zubinden. Und falls das dann noch nicht dicht ist, wird es noch verklebt. An den Seiten haben wir 3 Löcher gemacht. Da kommen dann Holzstangen durch, an die das Räuchergut aufgehängt wird über den Sparbrand. Das ist mein Kalträucherschlecke. Mein Sparbrand, den wir dann nachher anstecken, brennt ca. 11 Stunden. Das sind die Stangen, das Räuchergut dann drankommt.
Der Käse wird auf ein Gitterrost oberhalb der Stangen gelegt, weil den kann man ja schlecht aufhängen. So, dann befüllen wir den Ofen mal. Auf die hinterste Stange kommen jetzt die beiden Lachse und der Schweinebauch aufgehängt. So, ich habe noch mal etwas umdisponiert, den Lachs nach vorne gehängt. Ganz hinten Schweinebauch und Entenbrustfilets, in der Mitte der Schinken, vorne der Lachs. Und dann kommt oben auf die Stäbe noch das Gitterrost drauf mit dem Käse und den Kräutern. So, jetzt machen wir den Sparband in Gang hier. So, habe ich hier eine alte Bratpfanne reingesetzt, aber was passiert. So, jetzt kommt da unten in den Räucherkarton. So, die Kräuter, den Paprika und das Salz mischen wir jetzt nach dem ersten Räuchergang ein bisschen, weil durch das geschlossene Gefäß kommt der Rauch hauptsächlich von oben. Und damit beim nächsten Räuchergang alles nochmal neu geräuchert werden kann, vermischen wir das. So, nach 2x12 Stunden Räuchern ist der Lachs, die Barbarie Entenbrust, der Cheddar Käse und der Emmentaler Käse fertig. Der Schinken, also das Schweinefleisch, bekommt noch einen dritten Räucherdurchgang. Jetzt wollen wir mal anschneiden und kosten. Nehmen wir erstmal hier ein Stückchen Emmentaler Käse. Sehr lecker. Cheddar Käse. Ja, der hat noch mehr Geschmack, der Cheddar. Sehr lecker. Ganz lecker aus. Schmeckt vorzüglich. Und der Lachs. Sehr, sehr lecker. Ganz tolle Sache. Also Leute, ich habe noch nie solch leckeren Lachs gegessen. Absolut genial. Sehr, sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Schmeckt einfach vorzüglich. Sehr, sehr lecker. Räucherwaren. In 2 Tagen ist dann auch der Schinken fertig. Dann schneiden wir den auch an. Probieren ihn. Lecker, lecker. Selbstgeräuchertes. Ganz einfach. Selbstgebastelten Pappkarton. Ganz einfach, ohne viel Euro zu kaufen zu müssen. Oh, das geräucherte Salz, das füllen wir jetzt hier ab in einen Streuer. Dann kann man das immer mal benutzen, wenn man was salzen und mit Raucharoma gleichzeitig versehen will. Und einmal Rauchpaprika.
Riecht aber gut nach Rauch. Das gibt ein schönes rauchiges Aroma, wenn man das als Gewürz benutzt. Selbstgemachtes Rauchsalz, selbstgemachter geräucherter Paprika. Schöne Gewürze. So, nach dem dritten Räuchergang ist jetzt auch der Schweinebauch und der Krustenbraten, aus dem wir den Schinken gemacht haben, fertig. Und wir schneiden mal an. Sehr lecker aus. Probieren wir auch gleich mal ein Stückchen. Den schneide ich jetzt aber nicht in der Mitte durch, weil wir hier von vorne Scheiben schneiden wollen. Schneide ich einfach nochmal von vorne Scheibchen ab. Auch sehr lecker aus. Schmeckt super, ganz lecker, selbstgemachter Schinken. So, das war unser Räuchervideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo da, kocht es nach, drückt die Glocke, alles was ihr so von YouTube kennt. Bis zum nächsten Mal.